Ja, es gibt ein Informationsvideo, in dem mal ein paar Dinge angesprochen werden. Und zwar gibt es jetzt einen neuen alten Kanal, also einen quasi neuen Kanal von mir. Quasi, der ist jetzt vor dem jetzigen Kanal entstanden. Aber quasi, es kommen da erst seit einer Woche wieder aktiv Videos. Was ist der Grund dafür, dass es jetzt einen neuen Kanal gibt? Und zwar unter dem Kanalnamen Jugend Channel. Da kann ich einfach besser Formate aus dahin auslagern, kann neue Formate machen. Das ist für alle Seiten, glaube ich, eine gute Geschichte. Beispielsweise auf dem neuen YouTube-Kanal wird es beispielsweise Video-Reactions geben. Sowas könnte ich auf dem ersten Kanal nicht bringen, weil es nicht ins Kanalkonzept passt. Aber auf dem anderen Kanal hier kann ich natürlich Video-Reactions super bringen. Des Weiteren soll als neues Format auf dem neuen Kanal auch noch YouTube Deutschland News eingeführt werden. Also kommentiere ich mal ein paar Sachen, die so auf YouTube Deutschland passieren. Ich glaube, das ist auch eine ganz interessante Geschichte und für den einen oder anderen auch interessant mal anzugucken. Das passt natürlich hier in die Kanalstruktur gar nicht rein, weil die Kanalstruktur hier besteht hauptsächlich aus Fußballvideos und halt auch noch der Schulvideoreihe, die auch weiterhin auf diesem Kanal laufen wird. Die wird noch nicht ausgelagert. Kann sein, dass sie mir irgendwann ausgelagert wird, aber eigentlich ist das jetzt noch nicht in Planung. Nur auf dem anderen Kanal sind jetzt halt, wie gesagt, Video-Reactions, auch Sachen. Daneben, wie gesagt, Video-Reactions und YouTube Deutschland sind auch Sachen, auf die ich einfach mal Lust habe. Sachen, auf die ich quasi Lust habe. Quasi auch actiongeladene Videos, Vlogs, Videos von außen, einfach was auf den Kanal nicht passt, weil dieser Kanal hier ist ja eigentlich im Grundsatz her ein reiner Talk-Kanal. Also 90% von hier von der Videos sind Talk-Videos. Und deswegen hat es mich dazu veranlasst, mal einen zweiten Kanal zu machen, wo man ein paar Sachen drin auslagern kann, die nicht auf die Kanalstruktur zutreffen. Also ich hoffe, ihr versteht das. Und wie gesagt, könnt ihr gerne auf dem neuen Kanal rübergehen. Lasst auf dem neuen Kanal auch gerne ein Abo da. Lasst hier auch gerne ein Abo da. Ja, dann bis zu einem neuen Video und tschüss.